Hallo, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Festplatte, ein externes Laufwerk oder ein SSD-Laufwerk auf Oberflächenfehler oder fehlerhafte Sektoren testen und diese mit dem kostenlosen Victoria-Programm beheben. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Laden Sie das Programm über den Link in der Beschreibung des Videos herunter. Danach machen wir folgende Schritte. Starten Sie Victoria als Administrator. Im folgenden Abschnitt zeigt das Programm eine Liste aller an den Computer angeschlossenen Festplatten sowie Informationen dazu an. Dies ist der Name des Laufwerks, die Anzahl der Cluster, der Speicher und der Anschluss auf dem Motherboard. Der zweite Abschnitt vom Smart zeigt den Status des Laufwerks an, nämlich die aktuellen Smart-Einstellungen. Um sie zu erhalten, klicken Sie auf Get Smart und Victoria. Im rechten Fenster wird sofort der Status des aktuellen Status der Festplatte angezeigt. Bitte beachten Sie, dass Smart für USB-Laufwerke nicht unterstützt wird. Im Fenster links wird eine Liste von Attributen mit Werten angezeigt. Die wichtigsten Attributwerte für den Benutzer sind die Werte aus den Spalten Trash und Raw. Trash ist der Wert, den das Attribut erreichen muss, damit sein Status als kritisch erkannt wird. Raw ist der wichtigste zu messende Indikator. Es enthält reale Werte, die direkt über den aktuellen Status der Festplatte sprechen. Es gibt viele Smart-Attribute selbst und alle sind wichtig. Aber in unserem Fall für die schnelle Beurteilung die wichtigsten sind die Werte, die zum Beispiel 1. Enthält die Häufigkeit von Lesefehlern. Es kann viele von ihnen geben, aber in der Regel ist dies nicht kritisch, da ihre Anzahl höchstwahrscheinlich mit einem Attribut übereinstimmt. 5. Enthält die Anzahl der Sektoren, die von der Festplatte dem Sicherungsbereich neu zugewiesen wurden. In unserem Fall sind sie nicht 0. 196. Anzahl der Sektorumverteilungsvorgänge auch 0. Wenn die Werte der beschriebenen Attribute nicht 0 wären oder von der Hardware nicht rechtzeitig angepasst würden, würde dies direkt auf ein Festplattenproblem hinweisen. Fahren wir mit dem wichtigsten Abschnitt von Test fort, in dem die Festplatte direkt auf fehlerhafte Sektoren getestet wird. Beginnen wir mit dem Testen und werden dabei diesen Abschnitt genauer betrachten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Start. Hier können Sie den Anfang und das Ende des Testbereichs angeben, der standardmäßig auf der gesamten Festplatte installiert ist. Und auch die Aktionen des Programms am Ende des Tests, die Wahl des Tests und so weiter. Für einen einfachen Test ist es besser, nichts zu ändern. Das Prinzip des Programms lautet wie folgt. Die gesamte Festplatte ist in Sektoren gleicher Länge unterteilt und das Programm sendet eine Anforderung an jeden Sektor. Je länger die Wartezeit für eine Antwort des Sektors ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls. Der Grund dafür kann sowohl eine physische Verschlechterung der Festplatte als auch ein fehlerhafter Betrieb sein. Ungültige Sektoren werden von der Festplatte ausgeblendet, indem sie aus dem freien Bereich der Festplatte ersetzt werden. Vor dem Testen müssen Sie den Schalter Ignore, Remap, Erase, Restore einstellen. Ignoriermodus. Ignore wird Analyse durchgeführt und die Informationen werden wiedergespiegelt. Im Moment haben wir begonnen, in diesem Modus zu testen. Remap. Neuzuweisen. Dies ist der Modus zum Ersetzen beschädigter oder fehlerhafter Sektoren durch funktionierende Sektoren aus dem Sicherungsbereich der Festplatte. Mit Hilfe von Restore-Wiederherstellungsmodus
können Sie die Sektoren wiederherstellen, die auf Software-Ebene beschädigt wurden. Erase, löschen, ist ein Versuch zur weiteren Verwendung in einen beschädigten Sektor zu schreiben. Dieser Modus wird nur fortgeschrittenen Benutzern empfohlen. Festplatte und zeigt die Anzahl der Sektoren in Abhängigkeit von der Antwortzeit jedes einzelnen an. Diese Informationen werden im Diagramm im linken Fenster dupliziert. Orange hervorgehobene Sektoren gelten bereits als problematisch. Rot oder blau, dies sind beschädigte, fehlerhafte Sektoren. Grüne Sektoren sind Sektoren mit einer gewissen Verzögerung bei der Reaktion, die jedoch noch nicht repariert werden müssen. Nachdem der Test mit fehlerhaften Sektoren abgeschlossen wurde, können Sie die folgenden Aktionen ausführen, wenn diese erkannt werden. Sie können die Festplatte im Remap-Modus durchsuchen. Wenn danach die fehlerhaften Sektoren bestehen bleiben, kann die Festplatte im Wiederherstellungsmodus Restore erneut getestet werden. Markieren Sie dazu einfach den gewünschten Modus und starten Sie ihn erneut, indem Sie die Start-Taste drücken. Sie müssen verstehen, dass Victoria ein gutes Dienstprogramm ist, aber es ist kein Allheilmittel für alle Festplattenprobleme, sondern dient zum Testen einer funktionierenden Festplatte ohne physischen Schaden und zum Beheben fehlerhafter Sektoren durch Software, Verschleiß oder physische Schäden, die Victoria nicht beheben kann. Verlorene Daten, die durch Auftreten geschlagener oder beschädigter Sektoren auf der Festplatte entstehen, können mit Hilfe von Hidden Partition Recovery, einem Link zum Programm in der Beschreibung, wiederhergestellt werden. Wenn das Video euch gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Wenn du noch Fragen hast, stell diese in den Kommentaren. Vielen Dank für Aufmerksamkeit und viel Glück!